Spider-Man, Spider-Man, spalt dich an, because he can. Du machst das. Ba-ba-ba-ba-ba-da-la-la-la-la-la-la-la-la. Aufs Maul kriegt jetzt die Ellen Page. Page, Page, auf geht's. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich töte die Terroristen. Die das ist der Instructor. Ja. Oh, jetzt wird's ernst. Die haben richtige Waffen und alles. Okay. Alles klar, wir nehmen die Fahne und dann flüchten wir. Das okay. Nennt man Fahnenflucht. Willkommen zurück bei Beyond Two Souls mit dem Captain aus der Kanchos Corner und mir, dem Failout. Und wir sind immer noch in der Trainingseinheit, wo wir voll aufs Maul bekommen haben. Lenken Sie die Soldaten mit Aiden ab. Immer, genau. Ja, ich bin da drin. Und jetzt würgen. Na gut, oh yeah, DDG! Bam! Oh. Ellen macht ernst. Das ist jetzt für all die Male, die sie auf die Fresse bekommen hat. Ja. Konntest du die Waffe nicht aufheben? Soll ich die Waffe aufheben? Oh, nee. Geht gar nicht, wa? Schade. Ich bin noch nicht mit Pistole unterwegs. Okay, warte, bis er weg ist. Oh, oh. Und? Ja, die anderen müssten das ja jetzt mitkriegen. Da. Die da. Nö. Alles klar. Genau, jetzt muss ich den nächsten Unterschlupf suchen. Okay. Hier geht's nicht lang. Dann gehen wir da lang. Yeah. Und da ist nichts. Außer Kummer und Schmerz. Kummer und Schmerz. Ist die gute Jodie, der böse Aiden. Und der Typ, der kriegt aufs Maul. Überwältigen. Habe keine Waffe und schlag die Leute mit Maschinengewehren platt. Ich konnte das halt nicht so unvollendet einfach so stehen lassen. Nee, das ist richtig. Da musste gerade mehr her. So, warte, genau, warte. Baumwolle! Das war dein Zeichen. Okay. Oh shit. Oh nein. Lenk sie mit Aiden ab. Ja. Ja. Oh. Das war das mit Leute würgen. Ja, okay. Ich werde nie wieder Leute würgen. Das war ja grauenhaft. Genau, genau, die Fässer. Boah, das lenkt ja nur ihn ab. Ist ja egal, der andere ist da gerade weggegangen oben, ist oder? Ist weggegangen? Ich hab den doch wohl so ein bisschen durchgeschüttelt. Oh, da muss ich wohl suchen. Ja, aber in dem Moment, jetzt halt. Und jetzt zurück. Nee. Oder? Ja, okay. Aber irgendwas musst du auch machen, um den da oben ordentlich ablenken zu können. Hm. Ich meine, ich weiß nicht, wie kann ich ihn totwürgen? Weiß ich nicht. Soll ich das mal ausprobieren? Ach, du hast irgendwann losgelassen. Ich hab irgendwann losgelassen, ja, weil ich möchte ja keinen Menschen hier töten, aber ja. Dann würge ich ihn jetzt, töte ich ihn jetzt würge. Mach so lange, bis er auf jeden Fall irgendwie halt so drauf reagiert, dass er nicht mehr kann. Genau, siehst du? Tot ist er vielleicht nicht, aber. Okay. Jetzt noch den anderen ablenken. Ah, nee, den kannst du ja jetzt einfach überwältigen. Jetzt passt das ja. Richtig. Komm schon. Ja, gleich. Jetzt. Peng. Fuck. Wie soll ich mich denn? Willst Hallo? Wir bleiben die ganze verfluchte Nacht. Ja. Probier Was sollte das denn? Er war mit dem Rücken zu mir. Oh ja. Fuck Videogames.
Vor allen Dingen, du konntest ja mit den Fässern nichts mehr machen, um den abzulenken. Ja, aber es... Bullshit! So ein Unfug! Das war jetzt wirklich Quatsch. Okay, alles klar, den ganzen Quatsch nochmal. Yay, Quatsch! Woo! Way, so. Los, Aiden, komm! Fässer! Way! Oh, da sind Fässer! Unfassbar! Boah! Was ein Wortwitz! Ich bin mit dem Rücken zu mir, das ist kein Problem. Aber ich komme hinter der Deckung vor. Do not enter. Jetzt kommt der Mann von der Seite. Do not enter, because ich esse lieber ganz. Quick. Umgehauen. Yeah, voll cool. Okay. Nein, ich bin noch da, danke. Wow, Videospiele. Much wow, so cool. Wow, da an die Ecke. Man merkt, der Captain ist begeistert. Ja, was soll das für ein Scheiß? Ich hab im Rücken zu mir. Ob ich das gehört habe? Wenn das gehört hat, dann war mein ganzes Training für den Arsch, wenn ich nicht vernünftig über den Scheiß Dreck rüber springen kann. Kannst du da rechts die Leiter hoch? Bestimmt. Aber dann kommen wir schon wieder Peng. Ach ja, stimmt. Nee, aber ich mach das mal. Woo! Nee, Peng wollen wir nicht. Peng! Oh shit. Oh shit. So, wenn ich das jetzt mache, würde unten mich sehen, ne? Weiß ich nicht. Ich muss das. Dass du so auf ihn draufspringst, auf den unteren vielleicht? Na, du musst das mit Aiden wahrscheinlich jetzt machen. Naja, aber da habe ich ja nichts von. Hä? Okay. Ja doch, dann ist er weg und du kannst auf den anderen draufspringen oder so. Tatsächlich. Sag ich jetzt, doch. Er ist jetzt convenient stehen geblieben. Glaub mir doch. Ja, ich glaub dir ja, aber wenn du... Übel, Jody. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Und nochmal von vorne. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wein. Ah, guck, ich habe jemanden übernommen. Ha. Ich kenne den Mann in der Mitte. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Ja, ne? Willkommen bei der CIA. Aber woher? Tja. Welcher ist der Schauspieler, ist die Frage. Hä? Ja, habe ich den Timer gestellt? Nein. Bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Hey, gut gemacht, Jody. Jetzt schubsen sie die hin und her und sie bricht sich irgendwas. Und Kratos zerquetscht sie mit deinen mächtigen Männerarm. So ist das. So ist die... Nee, die schubsen sie hin und her, so Stiefelkreis, und dann wird sie in den Schrank gesperrt. Ja. Gejagt. Gejagt, gebrochen. Oh, das ist jetzt... Perfekte Soldatin. Yeah. Ja. Sehr perfekt. Musst du einmal wiederholen. Oh, der Hogwarts Express! Kampflehrling! Und gleich nochmal 5 Sekunden. Bling! Zugfahrt! Wow! Auer! Tarnlehrling! I'm a homeless girl! In a homeless world. Bottle of plastic. Ja, genau. Fantastic. Kennt man das doch nicht auch? Oh. You never wash your hair. Oh, look at you. You look dressed like a bear. Ach, ja, man kann es fast lesen. Oh, oh, ein Stück zurück. 183. Na, die Leute kannst du, glaube ich, nicht übernehmen. Du kannst denen vielleicht die Mäntel aufmachen oder so. Ich will. Okay. Bei dem einen war gerade ein Punkt. Ja. Bei dem schlafenden Typen. Hypetown. San Fredo. A complete guide to everlasting chick. Secrets from the pros. Wonders of Malaysia. 70 pages of Ellen. San Frederico. Frederico! Schnallalalalala. Oh ja, heißen Kaffee über den Schoß. Yeah, fuck you! Oh, falsche Richtung. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt noch weniger Sinn. Okay. Ich weiß nicht, was überhaupt.
Ich glaube, du könntest auch mit Leuten reden, wenn du einfach als Alan rumläufst und nicht mit Aiden. Okay. Okay. Aber meiner, wer tut das? Ist ja langweilig. Quasi. Suchen Sie mich? Uns? Jody? Gott verdammter Regen. Sie hört nie auf, nicht wahr? Wir haben schon drei Kinder verloren. Donnerstag, 23,7 Millimeter. Ich glaube, du solltest so langsam aufwachen. Also als Alan, Jody. Ich kann tatsächlich okay. Das nicht tun. Ich habe aber meine Orientierung verloren. Das war die andere Richtung. Hier war sie. Nee, nicht ganz. Hello! Sie wohnt in seinem Herzen. Oh, jetzt habe ich... Nee, doch. Weg sie, weg sie, weg sie! Oh shit, man. Aiden. Mann, ich hab doch gesagt. Boah, das ist spannend. Die haben sogar ein Doggo. Dogecoin. Sheriff. Oh Gott. Guten Abend. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie. Das ist sie. Ich war sehr undercover. Nach oben. Ach so. Ja, das ist wie ein Flugzeug, ne? Alles wackelt. Ja. Kennt man diese Züge auf den Schienen, die... Jawohl. Aber wenn wir erst warten, bis die Zeitlupe anfängt. Sonst passieren schreckliche Dinge. Wow. Oh. Hast du nicht nach oben gedrückt? Ich hab nach unten gedrückt. Ich dachte, sie hebt ihn dann genüsslich auf. Oh, oh yeah! Der alte Jackenabrutscher! Ach, deswegen trägt sie so viele Schichten, nicht weil sie homeless ist. Hey, was soll das? Was ist das? Weil ich mag Frauen, die solche Hemden tragen. Ja. Einfach mal so reingeworfen! Schnell, spring das Fenster! Batz! Yeah! Alter, ich spring. Okay. Da hat sie glatt den Hut verloren. Nein, nein. Oh no. Rechts. Ja, habe ich, aber zu spät anscheinend. Hoch. Zu früh. Oh. Du kannst Leute wirken, runter. Genau. Oh yeah. Na endlich. Bisher hat das Spiel uns immer die Sachen gegeben, die wir gefragt haben. Ja. Entweder sind wir predictable. Oder das Spiel. Zu. Ich glaube, wir können mittlerweile solche Spiele einfach sehr gut lesen. Nicht mehr, Aiden. Hilf mir, Aiden Christian. Ich hab Verstopfung. Hilf mir. Oder wir bestechen die Tür. And try. Jetzt kommt so ein Schild. Patz. Nicht schon wieder, das haben wir doch geübt. Oh nein, da kommen wirklich so eine Dinge. Wo haben wir das geübt? Beim Trainingslauf, wo du mal mit dem Kopf gegen das Ding gegen gestoßen bist. Ach ja, stimmt. Oh. Okay, du hast trotzdem die Knarre abgewehrt, obwohl es eigentlich rot geworden ist. Ich habe auch keine Ahnung, was hier passiert. Rechts wahrscheinlich. Könnte auch unten gewesen sein. Ja. Jetzt habe ich nach oben gerückt, weil das Bein nach oben geht. Ja, aber das sollte unten sein. Ja, aber vielleicht sollte es auch rechts sein. Egal, funktioniert trotzdem, wie man sieht. Was ist das? Kommt irgendwie durch, ist okay. Hauptsache, man soll hier noch nicht sterben. Man soll erst später sterben. Wenn... Ducken muss man sich auch nicht. Ich kann hier auch nicht identifizieren. Jawohl. Jawohl. Jawohl! Und? Ich weiß nicht. Nein! Boah, der war Dropkick. Yeah! Batz!
Der Schienbeinbrecher und ein derben Highkick. Mm. Au. War der so high, wenn der auf dem Boden ist? Lowkick eigentlich. Ja, aber ist er nicht trotzdem wieder high, weil er ja auf der Höhe seines Kopfes. Bei dir kann man auch nichts richtig sagen. Nein, man kann das nicht. Hab sie. Wie viele Polizisten sind in den Zug eingestiegen? Ich bin's nicht. Seht ihr nicht? Ich hab mittlerweile Lederklamotten an. Oh, oh, oh. Stärkung! Ich kann fliegen! The fuck macht sie? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nach innen, immer noch weiter. Ja, und mach ich. Was ist das? Ein Schutzschild anscheinend. Stop. Und wieder ein Hardcard und jetzt kommt hier irgendwas anderes. Oh nein, okay. Witzig. Wow! So long, suckers! Das war sehr interessant. Es wird einem nie erklärt, was diese Sachen sind, aber es passiert. Hm. Im Handbuch steht bestimmt was dazu. Mir egal. Ja, diese Spiel hat ein Handbuch, liebe Damen und Herren. Das ist, aber interessanterweise hat sie jetzt so ganz viele Wunden und Kratzer und sowas. Ich glaube, alles. Sie wurde auch mindestens einmal angeschossen. Ich bin mir nicht sicher. Wow! Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Bevor der Zug umgedreht ist, oder? Ja, genau. Der Zug angehalten, die Leute runter und dann hinterhergerannt. Hm. Weil sie ja wissen, wo genau spezifisch, an welchem Teil des Randes, des Waldes. Geh zur anderen Seite! Blondie, folg mir! Vorsicht! Unten! Genau! Jetzt wahrscheinlich fällt sie gleich sowieso hin und ihr komischer Kumpel findet sie. Das geht. Welcher komische Kumpel davor? Nee, der ihr gerade die Pistole auf nach dem Training auf den Kopf gehalten hat. Nee, das ist hier doch kurz vor dem Prolog. So dämlich, wie es klingt. Der ist bestimmt schon tot. Oh. Ja, ich wollte auch mal erlebt haben. Wenn schon, denn schon. Aber sie ist vorher ausgerutscht und dann erst dagegen gedotzt. Nein, siehst du nicht. Ich bin Wasser. Ja, komm, komm, Jody. Du schaffst das. Dann rück ich den nach und dann. Da! Travis, zu den Felsen! Die schießen ins Wasser! Ja, ach so, mit dem rechten Stick und jetzt aus dem Nichts holen. Los! Komm, Heavy Rain! Ja! Channel dein inneres Shenmue. Augen offen halten, ist immer ein guter Hinweis. Ja. Die gehören nicht zu uns. Das ist eine dritte Einheit, die auch aufgetaucht ist und uns das Leben schwer macht. So eine Jagdgruppe einfach. Ja, einfach irgendwelche Hunde. Organisiert. Das riesige Wolfpack aus Game of Thrones. Ja. Oh nein, Doggo! Okay, Blondie, du und ich. Oh ja, oh nein. Oh, wir töten ja keine Tiere. Also, naja. Oh, that's nasty. Oh, nicht nach oben. Oh. Naja. Die werden einfach davon rumpeln und dann geht's ihnen gut. Komm schon. Oh. Bam. Nein, 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 nein. Kreis ist hier, das, Kreis ist hier. Das ist nicht Walking Dead. Lass das. Ich bin nicht Clementine. Ich war nur Vorbild für Clementine. Oder andersrum. Niemand weiß das so genau. Das ist halt die Sache an Hunden, ne? Die können zwar aggressiv sein, aber irgendwann hauen sie einfach ab. Wenn sie sehen, okay, da haben wir keine Chance, passiert sowas. Ah, Stephen King! Nee, Steven Spielberg, anderer Steven. Wo muss ich denn hier lang? Ach so, jetzt. Ich wollte gerade sagen, hä, Stephen King, was? Und dann Steven Spielberg? Ach so. Hier hoch! Falsches Spiel. Okay. Nee, doch, da. Oh! Oh nein.
Das war R2, nicht R1. Ja. Danke. Bitte. L2. Nein, L1. R1. Rechts, oben, links, oben, hin, reiten, Stick. Her, reiten. Linden glaub, küssen. Den linken Stick. Warum bleiben wir nicht hier und ich koche, was Schönes? Unbedingt. Das heißt, sie haben dich noch nicht entdeckt. Also schnell, 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 schnell. Ich würde mich da einfach oben hinlegen und warten. Ja. Weiter rennen. Oh nein, jetzt kommt das wieder. So dünn wie möglich machen. Ja, aber stehen bleiben. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Natürlich nicht. Wir wissen gar nichts über sie. Die Frage ist, in wessen Leben? Ex-CIA, die mit dem Schmuck nicht klettern können. Nee, das sind, glaube ich, ganz normale Deputies. Nee, ich meine, sie ist Ex-CIA. Ach so, ja. See ya. Ach, die Uhr nutzt meinen Akku. Cool. Hat mein Handy mir gerade gesagt. Ah, das ist natürlich, das, ja, also. Voll intelligent. Stell mir vor, es war andersrum. Der Akku benutzt meine Uhr? Der ja. Muss auch wissen, wie spät es ist. Das ist eine komplett andere Polizei, die irgendjemand anderen ja. Sucht. Ach, scheiße. Ja, geh zurück, die sind da hinten weg. Ich geh zurück. Ich geh zurück, die sind da eh nicht mehr. Ich kann nicht zurück, natürlich nicht. Einfach runterspringen. Und dann, du bist gestorben. Okay, ich verstecke mich jetzt hier hinterm Baum und dann geh ich mal los. Das ist echt eine gute Idee, aber funktioniert okay, leider nicht. Okay, also nach da unten unter die Brücke. Und mit Aiden in so einen Hund rein. Ja. Mach schon einen. Jetzt ist dein Moment. Hint, hint. Oh. Er hat mich schon reingemorft. Der Guteste. Hi. Gottverdammter Regen. Ja, wir haben schon 3 Kinder verloren. Donnerstag. 17:25. 23,66 Kilometer. Gib mir Deckung, ich geh rein. Oh yeah. Jetzt aufs Motorrad und in die Autos rein und dann. Ja, ich weiß nicht genau, was ich jetzt tun soll mit ihm. Ehrlich gesagt, der hat mir keinen Plan gemacht. Kannst du das Motorrad benutzen? Ich glaube nicht, ich glaube. Ich... Dann geh mal zu den Autos. Sirene anmachen oder irgendwie so ein Scheiß. Die Shotgun nehmen, die jedes amerikanische Auto irgendwie drin hat. Jedes amerikanische Auto. Polizeiauto wollte ich eigentlich sagen. Gut. Aber ja, wahrscheinlich auch. Ja. Okay, eigentlich machst du das. Du kannst besser Auto fahren als ich. Weil du es überhaupt kannst. Oh, jetzt habe ich einen Page überfahren. Hey! Was machst du denn so? Oh oh. Oh yeah, du kannst Motorrad fahren. Yeah, fantastisch. In den Gegenverkehr. Bumm. Wie sollte man anders Motorrad fahren? Ich wollte gerade sagen. Also gut, aber damit fahren wir in die nächste Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss, bis dann. Tschüss.